Hallo und herzlich willkommen hier zur Weihnachtsfolge hier bei Kettle und Kotz. Ja, letzten zwei Folgen. Drei, keine Musik. Ja. Nur für entschuldigen, wer es vermisst hat. Ja, tut mir leid. Ja, wir fahren jetzt in Richtung Hof und werden wahrscheinlich da wahrscheinlich voll machen. Oder geht der voll automatisch voll? Hoffe ich jedenfalls, ne? Ja, ich habe mal jetzt die Musik angemacht. Lautsprecher ein bisschen zurückhalten, dezent, also nicht so laut. Wir fahren jetzt zum Hof. So. Ich habe hier ein bisschen die Bitrate erhöht, um meine Software zu aufnehmen. Ich muss mich rantasten an die. Naja, nicht was möglich ist, sondern dass es nicht zu viel wird, ne? Und dann auch mal vergleichen mit der Qualität. Aber es scheint also okay zu sein. So. Das ist nicht so einfach mit der Qualität. Das ist schwierig. Oh, du hast Schild. Du hast die Kelle, hat mein Kollege gesagt. Die Kelle muss warten. Ja, ist das so, ne? Verlassen wir uns drauf, dass die anderen das auch wissen. Ja. Heute ist Donnerstag bei euch. Mir ist Montag. Ne, Dienstag nachts. Ja. Ja, von der Spätschicht. Noch. Ja, ist ja fix. Die Folgen produzieren, ne? Also würde uns halt auch noch spielen normalerweise. Aber halt flexibel, ne? Auch viele Spiele so unten. Also zurzeit mache ich ja drei Folgen pro Tag. Ich glaube mir eine vierte wäre glaube ich so viel. Dann dürfte aber kein LS sein oder kein Kettler Kopf sein. Und da weiß ich aktuell nicht, was ich da machen soll. Als Folgerecht, ne? Also auch zeitlich ist ein bisschen knapp. Auch nicht übertreiben. Das ist ja alles nebenbei. Das Bearbeiten ist auch noch entsprechend etwas länger dauert, ne? So, Hof. Bleiben wir da. Weiß hier soll man fahren sicherlich, ne? Ja. Richtig, fahren wir auch hin. Und aufpassen, die Katze nicht mehr nach oben fahren. Oder hier. Unser Hund treibt er sich rum. Das Mais-Silo ist offen. So, da sind wir schon. Aber hier kriegen wir es garantiert nicht voll. Da ist unser. So, da ist schon mal da. Füllt den Futterbeschlag mit Glaceum mit 6000 Liter Silage. Der Glaceum-Traktor hat einen Frontader angebaut. Der es erlaubt, Schaufeln oder Gabeln anzubauen und zu bedienen. Mit den Arion und den Schaufeln befüllst du Futterbeschlag mit Mais-Silage. Decke dazu zunächst die Silos auf, aber nur so weit, wie du es brauchst. Wenn du es zu weit aufdeckst, kann es passieren, dass sich das Futter erwärmt und dann schlecht wird. Eine Stallration braucht 1500 Liter Futter. Wir produzieren also 6000 Liter Futter für unsere 20 Bullen. Okay. Das ist aber ungünstig zu fahren, ne? Okay. Oder? Ja, umfahren, ne? Und nicht so viel weit fahren müssen. Das hat mir neulich ganz gut gefallen. Also neulich. Dass wir daneben hingestellt haben. Ne. Beide Silos sind voll. Das ist Wahnsinn. So. So. Bremse. Diese Ansicht mache ich gar nicht. Das sieht man so komisch aus. So, das können wir kurz schließen. Das kann man ja wieder jederzeit wieder
aufrufen. So. Hier ist er gleich in grün. Wenn wir starten. Und zwar mit der Tastatur, Quatsch, Maus aktivieren, der mit der Steuerung halt anschalten. Ne? Hier hätte ich gerne mein Joystick oder mein Dings genommen für meine Seitenkonsole. Da wäre das einfacher. So. Wir gehen mal auf 5, machen wir auf. Ja, das geht mir auch. Ja. Gut. Dann müssen wir mit der Maus nach Tasten nach rechts weit, glaube ich, reden. So. Na, die andere Richtung sicherlich. So. Und aufi, 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 aufi. Jetzt haben wir da vorne gestellt, damit wir nicht allzu sehr lenken müssen. Das sind ja 2600. Bisschen höher. Oh, geliehen, also. Das ist nicht so gut, wenn man kein Icon hat. Und dann Schaden verursacht. Das waren 2600. Noch einmal sind dann zusammen 4000. Ja, fast 5000. Ja. Wir werden 3 brauchen. Euro. Ich meine, normalerweise ist ja so beim Füttern, das wissen die gar nicht genau, wie viel die uns brauchen. 1000 und wir einfach so frei. Naja. Gut Deutsch. Freie Schnauze, ne? So, höher. Okay, vergessen wir dabei, wenn wir noch gedrückt halten müssen. So, ein LS wird anders, da nur. So, Bremse. Und nach vorne. Wieder leer. Ja, wir. Fehlt noch was. Wenn man nicht was ausleihen müsste, würde ich das Silage direkt füttern, ne? Mit dem Gerät da vorne. Würde ich gar nicht mal mit so einer Futterbeschreibung noch leisten. Nur wegen Aufluckern. Wir machen natürlich voll. Auch wenn man Siege habe. 2,8. Das ist ein wenig, ne? Oder wenn wir nur 1000 geben. Ja, gibt mehr. Nach oben, Junge, nach oben. Also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, also gewöhnungsbedürftig, immer so. Naja, vielleicht kommt da irgendwann mal eine Seitenkonsole dazu. Dass man das entsprechend nutzen kann, ne? So.
Ne? Mach dir Schaden, du. So. Der Futterbeschwang hat den Ausfall auf der linken und rechten Seite. Fütter die Bullen, damit du den Mutterfischwagen durch den Stall fährst und zur richtigen Seite ablädst. So. Mal kurz wieder ausmachen. Den müssen wir Geld sparen, ne? So. Ab geht's. Dann füttern wir sie die eine Seite und dann die andere. Ist aber recht kleiner Stall, ne? Gut. Als Nebenerwerbsbauern werden wir auch nicht mehr haben können, leisten können. So, 6.700. 7.800. So, nicht so schnell reinfahren. Wenn wir noch einen Stall Schaden verursachen, das wäre schlecht. Noch Mauer kommen lassen, reparieren. So, dann schauen wir mal die ersten. Ich meine, normalerweise die jungen Rinder. So. Start. So 1500 hat er gesagt. Junge, hab doch Geduld. Verkehrte, ne? Das war der verkehrte Punkt. Das ist nicht gut gewesen. Dann müsste ich von 3 auf 1 umsteuern. Gut. Wir wollen hier die Seite tauschen. Bremse. So. Die richtige Seite jetzt? Glaub schon. Ich habe ja zur Not ein bisschen mehr drin gehabt. Ja, 2, 3, 4 und 5. Nö. Ja. Das ist jetzt normalerweise 2. Da wird dann mal die 3 machen müssen. Warum willst du nicht? Guck mal, die Seite wechseln. Ein bisschen ungünstig. So. Geht denn jetzt nichts?
So, 1500. Bin ja gespannt. Jetzt fahren wir noch zum Stall Nummer 5, ne? Sehe ich gerade hier viele Fliegen. Wollen wir die Seite wechseln? Kurz. Und knapp 1500. Bin ja gespannt. Macht er nicht? Wieso nicht? Wow. Gott sei Dank, hat geklappt, dass ich ein bisschen mehr mitgenommen hatte. So, Zeit. So, liebe Schauer, das soll es auch vorher schon gewesen sein. Ich sage mal schon Dank fürs Reinschauen. Jetzt hätten wir Tschüss. Ciao. Die Bullen versorgt. Und ich habe eine Folge fertig. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.